Inspiration ist ein Schlagwort, wo sich Saviva auf die Flagge geschrieben hat. Was die Allianz an dieser Eingang sonst noch für Überraschungen parat hat, das zeigen wir Ihnen jetzt. Cash and Carry Angern, Scana, Merah oder Lüchinger Schmidt. Sie alle gehören in ihrem Kernbusiness zu den Marktführern. Auf den Lorbeeren wird sich aber nicht ausgeruht. Für die diesjährige IGEHO hat sich die gesamte Saviva-Allianz das Motto Inspiration auf die Flagge geschrieben. Ja, es gibt eigentlich einen Hintergrund, ist, dass wir mal Kunden gefragt haben und gesagt haben, was wollt ihr eigentlich genau von uns? Und sie haben gesagt, wir wissen eigentlich, was ihr habt. Ihr habt ein gesamtes Angebot, aber was wir eigentlich würden erwarten, wären neue Ideen. Einfach Inputs, was wir können umsetzen in unserem Tagesgeschäft. Und das hat uns eigentlich dazu verleitet, zu sagen, ja, wir müssen mehr machen als nur Produkte verkaufen. Wir müssen versuchen, Ideen zu liefern. Und das haben wir jetzt in allen unseren Marken und Unternehmungen umgesetzt jetzt auf die IGEHO. Und inwiefern sind Sie da gefordert als Leiter von Food & Beverages? Es ist so, dass ich aus dem ganzen Warenkorb, den Saviva hat, aus dem alles aus einer Hand, wirklich das näher auf den Teller bringen kann und auch gegenüber dem Gastronom und vor allem dem Küchenchef aufzeigen kann, wie das funktioniert und wie sie den Mehrwert bis auf den Teller bringen. Das geht dann über verschiedene Instrumente. Das geht über einen neuen mit einem Blog, wo wir die Leute wirklich inspirieren mit den Neuheiten, die Kombinationen. Auf der anderen Seite geht es dann auch wirklich in praktischen Betrieb rein. Welchen Handgriff erleichtert mir es tagtäglich, aber dass ich gleich eine Individualität in meinem Gastronomiebetrieb an Kunden kann. Inspiration und Innovation sind zwei klangvolle Begriffe. Für die Umsetzung ist aber Kreativität und Leistung gefragt. Und alles zusammen führt zu teils überraschenden Ergebnissen. So findet beispielsweise Joghurt-Eis seinen Weg auf ein Lachsplättchen. Herr Gamp, ist das jetzt ein Lachsdessert oder ist das eine glasse Vorspeise? Es ist eine ganz neue, wundervolle Kreation als Vorspeise. Ja. Was steckt da dahinter? Das ist eine neue Art von Pairing, die wir machen. Einerseits kann man ja Food-Pairing machen mit verschiedenen Kombinationen. Hier ist jetzt eine Pairing-Art von warm, kalt und eiskalt, die wir hier anrichten. Und dementsprechend ist das Ganze ein neues Gesprächs- und Temperaturerlebnis im Mund. Lüchinger und Schmidt ist das führende Schweizer Unternehmen für Ei-Produkte. Wer in diesem Markt innovativ sein will, der muss sich wirklich etwas einfallen lassen. Jetzt Thema Inspiration. Ei, ein Ei kann man ja nicht neu erfinden. Nein, das Ei an und für sich kann man nicht mehr neu erfinden. Aber wir haben neu jetzt seit einem halben Jahr ein Ei mit Herz. Und das ist ein spezielles Ei, das die Legehennen zu 100% Schweizer Getreide haben, also gefüttert werden. Und zusätzlich anstatt Soja haben wir jetzt Sonnenblumen drin. Auch bei Merah lässt man sich Neues einfallen. Die Gastrometzgerei bietet ihre Premium-Qualität jetzt auch eisgekühlt an. Beispielsweise mit Karamell oder Curry-Ananas. Es gehört zur Inspiration auch, dass man neue Ideen gibt, zum Beispiel für einen Zwischengang, dass man ein bisschen eine Glasse hat. Und da haben wir speziell auch eine Glasse kreiert aus Geflügelfleisch. Und da habt ihr schon Feedback von Kundinnen und Kunden? Wir haben Feedback von Kundinnen und Kunden und haben Feedback von Gastrokritikern. Also wir haben den Innovationspreis für das innovativste Produkt an der Danuga in Köln gewonnen. Diese preisgekrönte Inspiration hat unser Best of Swiss Gastro Reporter natürlich getestet. Und das Geflügeleis schmeckt.